Und weiter geht mit der Quest. Das Herz der Nora, rede mit Schnee und Nebel. Tirsa. Weiß wie Knochen. So, dann schauen wir mal, was uns in der heutigen Folge erwartet. Wenn es euch denn ein bisschen gefällt, würde ich mich sehr, sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen, wie ihr es am besten wollt. Und würde sagen, weiter geht's mit der Quest, das Herz der Nora. So, dann gehen wir mal in den Berg hinein. Normalerweise müsste ich doch jetzt das eigentlich scannen können, die Riesentür da. Das ging ja damals nicht, aber ich hatte jetzt schon einige Türen aufgemacht. Mal schauen, ob sich das scannen lässt. So, jetzt schauen wir aber erstmal, was uns jetzt hier erwartet. Oh, schaut schon geil aus. Es ist die Sucherin! Ja, Mann, die Sucherin ist da. Hey, Loi, du bist zurück. Tab? Hey, Loi, du bist wieder da. Also, bist du nun zurückgekehrt? Ja, Mann. Nicht nur zurückgekehrt. Sie hat sich dafür durch viele Feinde kämpfen müssen. Draußen hat sie eigenhändig einen Donnerkiefer erledigt. Sie hat uns gerettet. Wie konnte sie das denn? Durch den Willen der Urmutter. Bist du hier, um mit der Göttin zu sprechen, Aloy? Ja, könnte man so sagen. Ich glaube, diesmal klappt es. Schwestern, das dürfen wir nicht erlauben. Die alte Kroche will denn die... Steht unser Stamm kurz vor dem Aussterben. Was, wenn sie ihren Vater wecken will, den Metallteufel? Sie wird uns alle dadurch vernichten. Wir müssen sie aufhalten. Was mache ich denn jetzt? Vergiss deine Ängste. Bin ich nett, oder? Machen wir das. Lansra, es ist vorbei. Du musst mich durchlassen. Ich tu dir nichts. Seit meiner Erprobung habe ich erkannt, dass vieles auf der Welt weitaus böser ist als du. Und jetzt verzieh dich. Endlich. Identity-Scan wird durchgeführt. Junge. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Korrektur. Alpha Registry wiederhergestellt. Genetische Identität bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sorek. Bitte treten Sie durch. Da ist eure Urmutter. Sieht aus wie eine Brutstätte, also ein Eingang von der Brutstätte. Willkommen bei Eluxia Zelle 9 und 1. Untersuche die Ruinen hinter der Luke. Okay. Du bist also drin. Klar. Ich dachte mir schon, dass du dich meldest. Sollen wir anfangen? Ich habe nie aufgehört. Schauen wir uns erstmal ein bisschen um hier. So, hier ist das Lirenis. Da schauen wir doch mal gleich rein, was das ist. Gestrandete Figur. Das ist also Eluthia. Hier wurde ich geboren. Was ist das? Schauen wir doch mal ins Inventar. Rohstoff anscheinend. Ne, da ist nichts drin. Das ist ein Notizbuch. Hast du gemacht. Okay, hier wurden wir anscheinend geklont in diesem Bunker. Geil.
Das sind also künstliche Gebärmütter? Die Mütter einer... Hier war es also. Hier wurdest du geboren. Aber warum? Geboren, eher gezüchtet. Boah, hier sind Haufen gezüchtet worden anscheinend. Okay, alles klar. Der Tag ist jetzt vorbei. Du meinst, das Licht geht aus. Ich will nicht ins Bett, Mutter. Ich weiß, aber ihr müsst euch jetzt ausruhen. Ich nicht. Ich bin der König. Was ich sage, gilt. Ich will die Sonne sehen. Nicht nur Licht und Bilder. Alles zur Zeit, Kinder. Zur Zeit. Zur Zeit. Zur Zeit. Zur Zeit. Zur Zeit. Zur Zeit. Oh mein Gott, okay. Kinderkrippe. Das sieht aus wie Kinderwiegen. Die Wiegen der Ursprungsanlage. Diese Dinger, die Multiservitoren. Sie haben sich um sie gekümmert? Es war niemand anders da. Und hier so eine Art Spielzimmer oder sowas. Okay. Das ist anscheinend der Fortbestand erhalten. Dass der Fortbestand erhalten bleibt, der Menschheit anscheinend irgendwie. Wurden hier Aloys anscheinend gezüchtet. Eines Tages? Das sagst du uns jedes Mal. Wir wollen jetzt. Da ist viel Platz. Jetzt, Vater. Kinder, der Bereich ist noch nicht verfügbar. Auf ihn! Physische Aggression festgestellt. Physische Aggression ist nicht gestattet. Außer deiner. Verdammte Wächter! Kinder, wird meine Hilfe benötigt. Geh weg, Heilerin! Lena, du hast eine leichte Prellung. Verschwinde! Okay, das ist anscheinend auch das Computerprogramm von der Gaia. Diese Tür haben sie anscheinend nicht sehr gemocht. Die sich halt für... Sie hat sich nicht für sie geöffnet. Natürlich haben sie gehasst. Identity-Scan wird durchgeführt. Die Gaia hat sich anscheinend um die Kinder gekümmert. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Willkommen im Lyzeum, einem Ort des Lernens. Was war das hier genau? Okay, das könnte nur... Der Traum von Apollo, der nie wahr wurde. Aber warum nicht? Willkommen, Schüler. Bitte nehmt euch einen Fokus und befestigt ihn an euren Kopf direkt neben dem Auge. Ich musste Hallo, überall herumwühlen, um Fokusse zum Reparieren zu finden. Heute und ist hier ein lag ein Schatz, Tag, der dein niemandem erster nützte. Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues, so viele Möglichkeiten. Apollo Offline. Apollo Offline? Du hattest recht, Aloy. Das hier ist ein Friedhof. Das Leichenhaus des Wissens. Was wir alles hätten erreichen können, wenn es uns nicht verwehrt gewesen wäre. Vielleicht kann man das irgendwie reparieren. Aber das ist nicht der Grund, aus dem ich hergekommen bin. Natürlich nicht. Was zählt schon das gesamte menschliche Wissen, wenn es um die Herkunft eines einzelnen Mädchens geht? Mach mit deiner Suche weiter. Das werde ich. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu Das haben wir schon gehört. So viel Neues, so viele Möglichkeiten. Wann? Fehlfunktion. Apollo offline. Okay, es war schon anscheinend der Unterrichtsraum hier oder Unterrichtssaal. Zugriff der Mitteilung an Dr. Sobek. Scannen Sie Nachricht mit Ihrem Fokus. Das klingt wichtig. Ja. Okay. Br-
Projekt Apollo anscheinend. Elizabeth, es ist zu einer unvorhergesehenen und katastrophalen Anomalie gekommen. Vor 3 Mikrosekunden wurden Daten unbekannten Ursprungs an die Gaia-Prime-Anlage übertragen. Dadurch kam es zur Umwandlung meiner untergeordneten Funktionen in ungeregelte, selbstbewusste Einheiten von sehr chaotischer Natur. Was? Die Hades-Funktion ist aktiviert und wird jetzt das Terraforming-System kontrollieren. Mit umgekehrtem Ziel. Das Aussterben erfolgt innerhalb von 53,8 Tagen. Aus offensichtlichen Gründen muss ich dem Einhalt gebieten. Bevor Hades die Kontrolle übernimmt, weise ich den Gaia-Prime-Reaktor an, zu überladen. Die resultierende Explosion zerstört Hades. Allerdings wird sie zugleich auch mich zerstören. Diese verzweifelte Maßnahme wird die unmittelbare Krise zwar abwenden, doch das Leben auf der Erde bleibt in hohem Maß gefährdet. Ohne übergeordnete Intelligenz zur Steuerung des Terraforming-Systems werden zwar weiterhin Prozesse ausgeführt, aber mit der Zeit immer unstrukturierter, bis das System zusammenbricht. Genau, da glaube ich, sind wir gerade kurz davor. Damit die Störung? Du bist meine Lösung. Ich habe diese Ursprungsanlage angewiesen, aus eingefrorenem Genmaterial eine neue, zweite Instanz von Elizabeth Sobeck zu erschaffen. Meiner Schöpferin. Während mir die Richtlinien die direkte Kommunikation mit den Stämmen außerhalb der Anlage strengstens untersagen, weisen alle verfügbaren Daten darauf hin, dass sie dich bis zur Reife großziehen werden. Worauf dir dein Genabdruck Zugang zu dieser Anlage verschaffen wird. Ah, okay. Bis du dir mit einem der unten gelagerten Fokusse diese Nachricht ansiehst. Dein genetischer Abdruck gewährt dir auch Zugang zu anderen Anlagen, wo du später mit ihren Technologien den Systemkern neu aufbaust und Gaia neu startest. Ein Moment, Elizabeth. Dies ist äußerst unerfreulich und unerwartet. Als Reaktion auf meine Selbstzerstörung hat Hades einen Virus freigesetzt, der die Codesperre aufsprengt, die ihn, die alle von ihnen, halten soll. Er, sie sind auf der Flucht. Aber wohin? Der Virus beschädigt Daten im gesamten System. Wenn... Oh! Die Alpha Registry der Ursprungsanlage wurde ebenfalls beschädigt. Doch in diesem Fall wird sich die Tür nie für dich öffnen. Du wirst die Nachricht niemals sehen. Ich habe versagt. Das Leben wird enden. Nein. Nein, Elizabeth, ich kenne dich zu gut. Ich weiß, du wirst einen Weg finden. Durch dich wird alles möglich. Geh zu den Ruinen von Gaia Prime. Finde den Kontrollraum und darin die Masterüberbrückung. Sie wird dir die Macht geben, Hades zu löschen, sofern du diese Macht einsetzen kannst. Versuche nicht, den Systemkern zu reparieren, bevor Hades beseitigt ist. Okay. Hades muss zerstört werden. Das ist alles. Ich möchte nur noch einmal deine Stimme hören. WTF. So. Du bist noch außergewöhnlicher, als ich dachte. Was redest du denn da? Du hattest 2, eine Tote und eine Maschine. Ich bin kein Mensch. Nur ein Instrument. Hergestellt von einer Maschine. Geboren in Feuer und Zerstörung. Um das Feuer zu löschen und die Welt zu heilen. Wie tragisch, du bist eine Person von äußerster Wichtigkeit. Du hast wohl ein Schicksal zu erfüllen. Wenn du mit dem Selbstmitleid fertig bist, reise zur Bitterklamm. Ich werde dort in Gaia Primes Ruinen warten. Okay, verlasse die Anlage. Schauen wir aber erstmal, ob wir hier noch was scannen können. Okay. Identi-Scan Fehlfunktion korrigiert. Lucia 9, Route 1, Zugriff freigeschaltet. Route 1? Thank you.
ich denn jetzt hin? Achso, oder eins hoch oder was? Mal geh rüber. So, rein hier. Tür öffnen. Das wird bestimmt interessant. Okay. Da raus, wo geht's hier hin? Achso, es ist der Anfang jetzt wieder. Okay, alles klar. Jetzt hoffe ich mal, dass uns jetzt dann nichts Komisches erwartet. Vergib mir! Die Göttin sprach zu dir? Das stimmt. Was hat sie gesagt? Dass ich geboren wurde, um einen Fluch zu brechen, den Metalldämon töten. Wie, Aloy? Wie? Ich weiß es nicht. Aber sie sagte mir, wo ich es erfahre. Und wirst du es tun? Natürlich. Es war ihr Wunsch. Sie erschuf mich dafür. Ja, ich werde es tun. Ich versuch's zumindest. Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Stopp! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Er ist Ausgestoßene! Jetzt das? Ich will nicht verehrt werden! Ich bin nicht die Gesalbte! Ich gehöre nicht zu euch! Es gibt eine ganze Welt, die hinter euren Grenzen liegt. Stämme, die genauso gut sind wie ihr. Und sie sind alle in Gefahr. Es lohnt sich, für sie zu kämpfen. Nicht nur hier. Überall. Wie können wir helfen? Wenn ihr kämpfen könnt und wollt, geht nach Meridian und wartet auf mich. Wie Aloy sagt, so soll es auch sein. Nora, macht Platz! Macht Platz, auf dass sie den Weg bahnt, dem andere folgen werden. Richtig. Die Gesalbte wird die Verderbnis jenseits des Heiligen Landes beseitigen. Richtig stark gemacht, auf jeden Fall. Von der Ausgestoßenen zu ihrer Göttin. Ja, ich sag mal so, die wissen halt überhaupt nicht, um was es hier geht. Und ich finde halt einfach die Reaktion richtig, richtig cool von ihr. Sie hätte auch denen alles erzählen können, was hier eigentlich wirklich los ist. Aber ich glaube, das würden die halt niemals checken. Oder der Stamm wird es halt nie checken. Werde die Vorstellungskraft gar nicht haben dafür. Und da finde ich halt richtig cool, wie sie reagiert hat. Richtig, richtig nice. So. Dann gehen wir mal hier raus. Und dann würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle einen Cut. Und schauen auf jeden Fall in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Vielleicht mache ich auch noch ein bisschen Nebenquests. Schauen, was uns da noch so erwartet. Bleibt auf jeden Fall dran. Es ist sehr, sehr spannend. Und wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen. Alles gern gesehen. Weil ihr wisst ja, Leute, Support unterstützt mich extrem gut. Oh, was ist hier? Ein Glitch? Sieht man gar nicht oft in dem Spiel. Okay. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein, bleibt dran. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Andi.